In der türkischen Urlauberregion Antalya hat es einen Angriff mit Raketen gegeben. Einige Quellen sprechen von 2, andere von 3 Geschossen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Raketen trafen eine Fischereilagerhalle und Brachland. Ein Tanklastwagen sei nur knapp verfehlt worden, melden türkische Medien. Dieser Augenzeuge berichtet, wir waren gerade bei der Arbeit, als 3 Raketen einschlugen, eine nach der anderen. Wir warfen uns auf den Boden, zum Glück wurde niemand verletzt. Die Raketen kamen wohl von der gegenüberliegenden Seite. 3 Raketen schlugen ein, während wir die Fische auslegten. Die Raketen wurden laut der Zeitung Hürriyet von einem Berg aus abgefeuert. Sie schlugen im Ort Çaltıçak ein. Wer hinter dem Beschuss steckt, ist ebenso unklar wie das Ziel. In den vergangenen Monaten gab es in der Türkei immer wieder Anschläge, die kurdischen Extremisten oder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zugeschrieben werden.